schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Es ist wieder Dreisat Philosophiewoche, diesmal zum Thema das Ich, die anderen und die Medien. Und falls Sie das verwirrt und Sie es lieber auf einen Begriff gebracht haben wollen, es geht um die Bedeutung von Kommunikation. Warum? Weil wir uns selbst, also Ihr Ich, mein Ich, durch die anderen wahrnehmen. Und die anderen nehmen wir zunehmend durch Medien wahr. Von mir wissen Sie beispielsweise erst durch das Fernsehen. Von anderen Menschen in Ihrem Umfeld wissen Sie über E-Mails, SMS, über Skype, Facebook oder andere Kommunikationswege Bescheid. Mithilfe der Medien dehnen wir also unsere Gegenwart über den ganzen Planeten aus. Wir sind da, ohne wirklich da, also vor Ort zu sein. Wobei ich hoffe, dass Sie noch wirklich da sind. Die Frage ist nur, wie. Ich vermute, dass wir, Sie und ich, im Moment gerade auf ein Medium setzen, das einmal das Leitmedium schlichthin war und wie die Forschung zeigt, derzeit sogar noch ist. Jedenfalls sind Sie und ich und meine Gäste hier im Studio gerade gemeinsam in einen medialen Raum geraten. Und den wollen wir in der folgenden Stunde besser verstehen, mithilfe der Forschung eines Mannes, der unseren Alltagsmedien zuweilen mit dem Blick eines Ethnologen oder auch eines Außerirdischen betrachtet hat. Dabei hatte der Medien- und Kulturforscher Marshall McLuhan keinen fixen Standpunkt, wie er sagte. Ich will ja die Realität verstehen, war sein Credo. Und zwar mit all den psychischen, sozialen und kulturellen Konsequenzen, die unser Mediengebrauch mit sich bringt. Beginnen möchte ich mit einem alten Medium. Vielleicht wissen Sie noch, wie man das hier bedient. Ein sogenanntes analoges Device ohne Wi-Fi, Strom und Tastatur. Man kann es blättern wie ein iPad. Dieses sogenannte Buch ist also ein Medium, das eine Botschaft, einen Inhalt hat. In diesem Fall hier handelt dieser Inhalt vom Leben von Marshall McLuhan. Geschrieben hat die Biografie der kanadische Schriftsteller Douglas Copeland, der seinerseits international berühmt wurde durch seinen Bestseller Generation X. Für die Sendung haben wir uns mit ihm unterhalten. Dann beschäftigen wir uns mal mit den Ideen und ich stelle Ihnen zunächst meine Gäste vor. Martina Leker, schönen guten Abend. Theater- und Medienwissenschaftlerin, als Juniorprofessorin an der Universität Bayreuth haben Sie 2007 eine internationale McLuhan-Konferenz organisiert. Derzeit sind Sie Forschungsfellow an der Universität Köln am internationalen Kolleg Morphomata, das die Genese, Dynamik und Medialität von Kultur untersucht und übrigens vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mitfinanziert wird. Dann begrüße ich Lutz Zachmeister. Schönen guten Abend. Kommunikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph, Leiter des Grimme-Instituts gewesen, gründete die Cologne-Konferenz, Buchautor, Dokumentarfilmer und Leiter des von Ihnen begründeten Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin. Und ich begrüße Frank Schirmacher. Guten Abend. Wie McLuhan, Literaturwissenschaftler und Anglist, außerdem Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Autor mehrerer Bestseller und jemand, der sich immer wieder in Theorie und Praxis mit Medien befasst. Frau Leker, Sie kennen einen von McLuhans langjährigen Mitarbeitern, Derek de Kerkhove. Wie hat der McLuhan gesehen, seine Charaktereigenschaften? Er hat weniger auf Charaktereigenschaften fokussiert, sondern auf das, was er mit ihm gemacht hat. Und das ist, was ich war Anfang November auch in Toronto auf dem großen McLuhan-Kongress, den sie da gemacht haben, sodass auch die Stadt endlich ihr berühmtes Kind geehrt hat. Und die Menschen, die dort waren und mit McLuhan zusammen waren, haben, das war so ein Tenor, dass er den Geist aktiviert hat. Also jetzt gar nicht so, der war so und so ein Typ oder so, sondern dass er durch seine Fragen, durch seine Aufmerksamkeit auch dir entgegengebracht hat und natürlich, dass er einen beschossen hat mit diesen Theorien, die man erstmal ganz schön, über die man ganz schön nachdenken muss, zum Denken angeregt hat. Also sowas wie ein Aufklärer und ein intellektueller Mentor. Aber kein Systematiker, ne? Nee, das macht es vielleicht auch gerade in Deutschland schwierig, mit ihm umzugehen. Das widerfährt auch denen, die sich ihm nahe fühlten oder aus einer Schule kommen. Aber zugleich ist es der ungeheure Reichtum, den er mitbringt. Was mich erstaunt, also wenn man über McLuhan und seine Medientheorie, Philosophie nachdenkt, irgendwie hat man das Gefühl, seitdem ist nicht viel Neues da gewesen. Warum ist der Mann immer noch so groß? Naja, Tom Wolfe hat ja geschrieben, der amerikanische Autor und Journalist, er sei in der Liga zu verordnen wie Einstein, Newton, Freud und dann gesagt, was ist, wenn er recht hat? Also das war 1965 und ich glaube, heute können wir sagen, er ist da auch in der Liga. Also er ist einer der ganz überragenden Intellektuellen des 20. Jahrhunderts.
was Martina Leker eben gesagt hat, hat auch auf mich im Studium zu. Es war einer der wenigen zugetroffen, einer der wenigen Theoretiker, bei denen ich sofort nach 3-4 Seiten in diesem berühmten Buch Das Medium ist Massage, was für uns damals so die Mao-Bibel der Kommunikationswissenschaft war, begriffen habe, das ist, eröffnet eine völlig neue Welt der Erkenntnis. Und ich kenne keinen anderen Autor in diesem Feld Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, der mir das gegeben hat, bis heute. Und das, was Sie beschreiben, dass es niemanden gegeben hätte, das können wir jetzt feststellen. Aber es gab ja eine Latenzzeit, es gab eine Zwischenzeit. Und also ich kann für mich nur sagen, ich habe ihn anders gelesen als Hachmeister, auch etwas später, glaube ich, obwohl wir gleich alt sind. Aber das war ein Gegengift. Es war ein Gegengift gegen, gerade wenn man sich für Kultur und Medien interessierte, gegen eine damals in Deutschland sehr stark, auch sehr stark moralische Form von Kultur- und Bewusstseinsindustriekritik. Die Namen kennen wir alle. Adorno natürlich, Enzensberger, die Frankfurter Schule. Und wenn Sie jetzt merkten, als damaliger 70er, 80er Jahr, wollten sich mit Phänomenen der modernen Kultur auseinandersetzen, sei es Warhol oder anderes, merkten Sie, es geht nicht anders. Was ich total irre finde, ist, was Sie erzählen. Das, was Sie beschreiben von Menschen, die ihn kannten, ist ja genau das, was auch seine Texte auslösen. Also sozusagen dieses unglaublich Anregende, da ist wirklich das Medium die Botschaft, weil das ist offenbar von ihm selber so ausgegangen. Er hat es aber geschafft, was nicht jeder schafft, das auch in den Texten wiederzugeben. Ich glaube nur, wir lesen die natürlich heute, auch hier verändert das Werkzeug wieder alles, wir lesen die natürlich jetzt anders, als, ich weiß nicht, wie es in 80er, 90er Jahren in der Rezeption insgesamt damit so bestellt war, außer diesen Schlagwörtern, die es gab. Also heute wird mir doch widersprechen, dass er kein Systematiker war, ja hochsystematisch. Er hat alles in Dualismen und Dreifaltigkeiten aufgeteilt. Also die orale Kultur, die Buchdruckkultur, die elektronische, televisionäre Kultur. Das ist ja leicht nachzuvollziehen. Oder der Unterschied zwischen heißen und kalten Medien. Ist nicht leicht zu erklären, aber es ist immer so ein Dualismus, hot and cool. Also das hat er strategisch schon sehr genau begriffen, weil er sich auch so intensiv mit der Werbung beschäftigt hat. Je stärker ich das fokussiere und dann so Landen von Einsichten da herumordne, umso populärer werde ich auch. Das war ja die Todsünde, die Werbung. Also das hat ihn ja zumindest in Teilen der deutschen Eliten erstmal völlig indiskutabel gemacht. Das war der Philosoph der Werbung und des American Way of Life in deren Augen. Ja. Kann man? Ich denke, was er umstritten ist, aber man kann ihn so lesen, dass er Fan war sozusagen von ihm beschriebenen elektrischen oder elektronischen Kultur. Und das war für mich, also als ich dann meine Doktorarbeit geschrieben habe über Theater und Medien, also was Sie auch beschrieben haben, dass man aus diesem Sumpf sozusagen rauskam, wo alles kulturkritisch gesehen wurde, was die Medien machten, was ja nicht weiterhilft. Also sie sind ja da, wir werden sie ja nicht wegreden. Wie gehen wir mit ihnen um und welche Auswirkungen können sie haben? Für mich war er so wie so ein Umdenker. Man muss immer ganz schön sich reinarbeiten. Ich sehe auch, dass er durchaus absolut systematisch ist. Aber an diese Systematik kommt man erstmal ran, indem man so ganz viele Berge durchwirkt von, was meint er denn jetzt? Wie kann das denn jetzt sein? Also dass man wirklich ans Denken kommt. Und das, was einem vielleicht lieb geworden ist und indem man so vermeintlich badet als wissenschaftliche Kultur, das zu über den Haufen schmeißt. Ja. Ja, systematisch vielleicht mit Blick auf die Methode, also dieses dialektische Denken, was ihn ja nun wirklich auszeichnet. Der Kollidoskop hat er das genannt. Dinge gegeneinander prallen zu lassen und zu verblüffenden Ergebnissen zu kommen. Keine Bausteintheorie, kein modulares. Ja, was man so. Aber wir werden ja im Laufe des Gesprächs, glaube ich, noch darauf kommen. Wir kommen ja jetzt auf die Bausteine. Was die Bausteine sind. Zum Schluss interessiert mich noch, also gegen Ende seines Lebens, das ja recht dramatisch war, wir haben uns im Film ja kurz angetextet, hatte er praktisch überhaupt keine Studenten mehr. Also der war auf einmal out, nachdem dieser Mann ja die ganze Szene lange Zeit dominiert hat. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also hat in den 70er Jahren hat er was die Uni ihm dann das kleine Häuschen, was man ihm zur Verfügung stellte, hat er diese Monday-Lectures gemacht oder Monday-Seminar. Da waren dann noch kleinere Gruppen, mit denen er auf jeden Fall gearbeitet hat. Das will man jetzt auch wiederbeleben von der Universität. Der große Zulauf war weg? Der war weg. Ich denke, das hängt, da werden wir sicher auch weiter noch drauf kommen, auch wenn wir uns mit der Aktualität McLuhans heute beschäftigen, dass er wirklich ein Mann und ein Denker des Fernsehens gewesen ist. Und er war so eine Art, aus meiner Sicht, Integrationsfigur für verschiedene kulturelle
Bereiche und für verschiedene Schichten auch. Also Schichten im Denker, die Menschen, die im Vorort wohnen und mit dem Fernsehen zu tun bekommen haben. Und dass dann auf diesen Moment das Fernsehen integriert war. Und dann hätte man anfangen müssen, über den Computer zu sprechen. Klar. Und den hatte McLuhan nicht im Blick. Das waren dann andere Leute. Und dann sind ganz andere kulturelle Entwicklungen gelaufen, mit denen er sich nicht mehr beschäftigt hat. Er hat den Computer schon... Hat er schon gesehen. Er hat ihn sogar absolut, ja. Und, als Zentrum, ja. Das sei schon... Ja. Also es wäre aus meiner Sicht sieht er denn was McLuhans große kulturelle Leistung ist bezogen auf den Computer ist, dass er ihn elektrisch umdefiniert. Man muss ja sehen, natürlich waren in den 1960er Jahren die Computer riesige Schränke. Also wir hatten nicht das wird ja immer kleiner, aber es lief natürlich die Erfindung Programmiersprachen. Klar, das lief die ganze Entwicklung hin zu einem interaktiven Computer, auch zum Personal Computer, die dann in den 70er Jahren voranging, dass die Entwicklung hin zum Internet, das war Lieder und Engelbart, die da ganz das ganz Faszinierende gearbeitet ja wirklich ist, aber da kommen wir gleich noch drauf, dass man ihn, wenn man ihn heute liest, gar nicht mehr so lesen kann, als ob das Internet damals nicht existiert hätte. Der liest sich ja heute wie ein Internettheoretiker. Aber fangen wir mal an. Also Sie zu Hause, wir hier alle gebrauchen ja mehr oder weniger häufig das Wort Medium oder Medien. Was ist ein Medium genau und was versteht der Kultur- und Medientheoretiker McLuhan darunter? Alle Medien sind Erweiterungen einer psychischen oder physischen Fähigkeit des Menschen. Das Rad ist eine Erweiterung des Fußes. Das Buch ist eine Erweiterung des Auges. Die Kleidung eine Erweiterung der Haut. Der elektrische Schaltkreis eine Erweiterung des zentralen Nervensystems. Dabei stößt die neue elektrische Strukturierung und Gestaltung des Lebens immer mehr auf die alten linearen und atomistischen Verfahren und Methoden der Analyse des Maschinenzeitalters. Immer mehr kommen wir von dem Inhalt von Botschaften ab, um ihre Gesamtwirkung zu untersuchen. Größeres Interesse an der Wirkung als an der Bedeutung ist eine der grundlegenden Veränderungen unseres Zeitalters der Elektrizität. Denn die Wirkung bezieht die Gesamtsituation und nicht nur eine Ebene der Informationsbewegung mit ein. Medien verändern die Umwelt und damit die Gewichtung der Sinneswahrnehmungen. Schon die Erweiterung eines einzigen Sinnes verändert unser Denken und Handeln, unsere Wahrnehmung der Welt. Ich habe mich in der Vorbereitung seitdem gefragt, gibt es eigentlich irgendeine klügere Definition von Medien als diese Definition der Körpererweiterung oder der Erweiterung unserer physischen und psychischen Fähigkeiten? Mir ist keine eingefallen. Ihnen? Ja, bei McLuhan ist es ja so, dass er letztlich einen sehr weiten Medienbegriff hat und eigentlich alles als außer dieser These der Extension verschiedener menschlicher Anlagen, der Werk- und Denkzeuge, die wir uns erschaffen, um unseren Mangelkörper zu perfektionieren im Grunde, sind es eigentlich alle Technologien, die Wahrnehmung verändern. Und damit trifft das Eisenbahnfenster, ist gleichzeitig Auto, ein Fernseher, das Auto, das Flugzeug, Computer, diese Dinge. Also eigentlich alles, was transportiert, Daten überträgt und so weiter. Und das halte ich auch für einen klugen Zugriff. Prosaisch würden wir unter Medien einfach immer Radio, Fernsehen, Presse, Buch, Kino verstehen. Das ist auch okay im pragmatischen Alltagsgebrauch. Aber eine wissenschaftliche Definition, die McLuhan geliefert hat, ist heute immer noch vollkommen haltbar. Da ist nicht wieder hinter zurückzugehen. Also ich denke, das werden wir ja im Laufe des Gesprächs vielleicht noch feststellen. Ich habe mich jetzt ja wegen des Gesprächs auch noch mal ein bisschen damit befasst und noch mal nachgelesen. Wir haben hier den Fall eines Mannes, das passiert sehr selten, der es geschafft hat, jedenfalls für den Augenblick, absolute Metaphern zu kreieren. Das ist immer mal wieder, es gibt es immer wieder, die ganze Jahrzehnte oder Jahrhunderte, in der es hieß, Gott ist der Uhrmacher, weil die Uhr erfunden wurde, Gott ist der Ingenieur im 19. Jahrhundert, es waren alles absolute Metaphern für eine Zeit. Wir haben jetzt den Computer als Metapher und sehen in McLuhan tatsächlich jemand, das, wenn man das liest, Sie haben es ja auch schon gesagt, das ist, weil er einen Begriff von Vernetzung hat, wie wir gerade gesehen haben, den er vielleicht nicht vom Computer, weil das hatte damals noch nicht mal die Computerpioniere gehabt,
aber den er aus der Analyse von medialen Strukturen, die ja so neu auch nicht waren. Man muss ja sich ja klar machen, und das geht immer so ein bisschen unter, schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es die ersten, als der Telegraph kommt, als das Telefon kommt, gibt es erste Berichte darüber, dass Vernetzung, die größte erste Bankenkrise 1907, wird schon berichtet, oh, da kann das Telefon dran schuld gewesen sein oder der Telegraph daran schuld gewesen sein. Also, dieser Mann schafft es, das ist eine fast künstlerisches, intuitiv, so würde ich es vermuten, ganz anders als zum Beispiel Adorno, der es analytisch macht. Sehr streng, ja. Das in Bilder zu fassen, in Begriffe zu fassen, die, das würde ich sogar voraussagen, Werkzeuge für uns werden, für die Zukunft. Also mit McLuhan wird man das digitale Zeitalter zumindest ein paar Jahrzehnte sehr, sehr gut analysieren können. Ich glaube, man muss ja auch wissen, dass seine zentrale Referenz, sein lebensweltlicher Bezug die symbolistische Literatur ist und die Malerei. Also James Joyce, Ezra Pound, Wyndham Lewis, Francis Picabia und Richard Chesterton. Genau, Gilbert Keith Chesterton als katholischer Autor. Also er hat auch immer gesagt, wer diese Künstler nicht versteht, kann weder meine Theorie verstehen, noch die Medien überhaupt. Also das ist kein akademischer Zugriff, kein konventionell sozialwissenschaftlicher Zugriff, sondern, wie Frank Schirmer gesagt hat, ein explizit künstlerischer Erkenntnisweg. Also was ich würde einwenden, also wenn wir von seinem Medienbegriff ausgehen, das wäre das Grundlegende, dass er sagt, also ich würde absolut zustimmen, dass er Metaphern, Schlagworte findet, die für diese Zeit der 1960er Jahre absolut hilfreich sind, um als also das, was da alles passiert, ob das jetzt durch die Medien ausgelöst ist, zusammenzuführen und zu sagen, worauf die Menschen sich beziehen können und für uns heute in anderer Weise ähnlich. Aber gerade seine Vorstellung, dass die Medien Extensionen des menschlichen Körpers sind, hat ihm auch, und ich denke nicht ganz zu Unrecht, viel Schelte eingebracht. Also wir haben ja auch durchaus eine deutschsprachige Medienwissenschaft. Mhm. Und das war seit den 1980er Jahren mit Friedrich Kittler dann die große Wende sozusagen zu sagen, das geht nicht. Und dann auch bei Georg Christoph Thulen, man kann nicht das aus diesem anthropomorphisierenden Duktus herausnehmen, dass das mit unserem menschlichen Körper zu tun hat. Da sind die Medien, aber man könnte jetzt sagen. Diese Kritik habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Genau. Und wenn mir sie mal jemand erläutert, auch hier dann ist wieder dieser Medium ist the message tautologie in gewisser Weise. Ingenieure von Google denken aber genau so. Also das heißt, auf dieser Produzentenebene ist genau gesagt, wir ergänzen den menschlichen Körper, weshalb jetzt ja nicht nur von der Ergänzung geredet wird, sondern auch gleichzeitig von der Amputation. Die Amputation von Fähigkeiten, Beispiel Taschenrechner und so weiter. Insofern ist, ich habe es auch, also kann es nicht nach, dass diese Kritik ist nur denkbar, weil man in, glaube ich, aber Sie sind die Expertin, in den 90er Jahren schon dachte, wieder mal ans Ende der Geschichte, der Technologiegeschichte gekommen zu sein. Man konnte damals noch nicht wissen, was Navigationssysteme sind, was Handysuchsysteme sind und so weiter. Insofern glaube ich, gerade das mit der Erweiterung des menschlichen Körpers, vielleicht sogar irgendwann der Substitution. Das finde ich eine der überzeugendsten Metaphern überhaupt. Die Kritik hat natürlich auch den Grund, dass man ein solches Monument, der quasi die Medientheorie eigenhändig begründet hat, vor sich hat und sich natürlich auch abgrenzen will. Was bleibt dann noch für mich übrig? Das haben wir Frage. Uns damals übrigens auch gefragt, wenn so wie es fast schon alles erklärt ist. Das ist natürlich eine unangenehme Situation. Man kann dem kaum noch was hinzufügen. Also ich denke, dass sich eine andere Medientheorie dann schreibt, wenn man es nicht als Extensionen betrachtet, sondern dass es Dinge sind, die zum Beispiel der Computer, McLuhan sagt, der Computer ist eine Extension, hat natürlich über den Computer auch geschrieben und über den Automation als das, was für ihn die Auswirkung war, also Automatisierung von Arbeit. Aber der Computer wäre eine Extension, eine Veräußerung des menschlichen Gehirns. Und damit hänge ich an dem Ding dran. Klar. Also das heißt, ja. was McLuhan macht, so. Er konstruiert Medien und er konstruiert Medienwissenschaft und er konstruiert eine Medienkultur. Wenn ich aber sage, der Computer ist erstmal ein Medium, was für sich selbst organisiert, aber noch tun die Dinger das nicht, oder? Also es gibt ja klar selbstprogrammierende Algorithmen oder sowas. Aber wir haben mit McLuhan konnten wir den Computer zu einem interaktiven Medium machen. Also das stimmt, die ganzen Licklider und Engelbart haben von McLuhan die Idee genommen, dass es also der Computer als Intelligenzverstärker. Diese Metapher war so schlagkräftig, dass wir heute. Aber Frau Lieker, irgendeiner muss den Computer ja in Gang setzen, auch wenn er sich irgendwann mal verselbstständigt. Das ist einfach eine Koevolution. Eine Koexistenz. Ich habe mal eine Frage. Wir zumindest bei uns beiden, weiß ich es, bei Ihnen auch, bei Ihnen, Frau Lieker, weiß ich nicht genau. Ich habe
iPhone in der Tasche, das ich jetzt nicht anschalten kann. Zum Stichwort Amputation. Das ist eine Live-Sendung. Ich vermute, es wird live von ein paar Leuten getwittert. Jetzt weiß ich das in meinem Kopf. Ich bin aber amputiert, weil ich das Ding nicht anschalten kann. Vielleicht interessiert mich das, vielleicht nicht. Auf alle Fälle ist es ein Wissen, das jetzt schon wieder mich natürlich zunächst mal verändert und mir das Gefühl eines Desiderats gibt. Das wäre in den 70er, 80er Jahren undenkbar gewesen. So schnell jedenfalls. Wo sollte sich das dokumentieren? In Briefen, die ich geschickt bekomme? Ein bisschen später in der Zeitung, wenn Sie was ganz Schlimmes sagen? Ja, das sind dann so sieben Leute. Steht's am nächsten Tag in der Zeitung. Das sind dann so sieben Leute, ja. Aber ich will damit nur, dass den Begriff, dass das viel weiter geht. Also Amputation heißt ja nicht, es heißt ja auch, wenn ich einmal weiß, dass ein technisches Gadget oder eine technische Erfindung, dass sie existiert, dann ist sie in einer Weise bei mir auch schon internalisiert, wenn ich sie habe, dass, wenn ich sie nicht benutzen kann, sie trotzdem eine Rolle spielt. Also nicht nur das Benutzen des Computers ist von Bedeutung, sondern auch, es fängt dann an, gerade bei diesen Geräten, das Nicht-Benutzen eine ganz große Funktion. Ist genau. Merken. Ich kann ein aktuelles Beispiel bringen. Viele werden die Berichterstattung vom Parteitag der Piraten gesehen haben. Man sieht jeden halt mit dem Laptop, jedes Parteimitglied. Man hat das Gefühl, man kommt da nicht hinein, wenn man keinen Laptop oder kein technisches Gerät hat. Und wenn man diese Bilder vor 20 Jahren gesehen hätte, man gesagt, das sind keine wirklich existierenden menschlichen Wesen auf einem Parteitag, das sind Humanoide oder Replikanten. Also dieses sich anschließen, das instantane sich anschließen an ein elektronisches Gerät, ist exakt so Wirklichkeit geworden, wie es McLuhan prophezeit hat. Passt alles zu unserem nächsten Film, der nämlich davon handelt, wie das nun wiederum die Benutzung oder Nichtbenutzung auf uns zurückwirkt. Wir formen unser Werkzeug. Und danach formt unser Werkzeug uns. Wir haben dämliche Werkzeuge erfunden und werden nun selbst dämlich. Jede Erweiterung der Menschheit hat den Effekt, dass ein anderer Teil amputiert oder verändert wird. Ein Beispiel für eine Amputation wäre der Verlust der Fähigkeit, mit Pfeil und Bogen umzugehen und die Erfindung von Schießpulver und Waffen. Die Weiterentwicklung einer Technologie wie die des Automobils amputiert die Notwendigkeit einer hochentwickelten Wanderkultur, was wiederum dazu führt, dass Städte und Länder sich anders entwickeln als zuvor. Das Telefon vergrößert die Reichweite der Stimme, aber amputiert die Kunst der Brieffreundschaft. Das sind nur einige Beispiele und fast alles kann Gegenstand solcher Überlegungen sein. Also Ihre Frage, die Amputation würde für uns alle, glaube ich, im Moment als iPad, iPhone-Besitzer und so weiter eigentlich heißen, Internet abschaffen. Was passiert dann? Nee, es ist ja Amputation. Ich meinte ja Amputation und Ergänzung. Also wir verlieren etwas für das, was wir bekommen. Aber die Frage hier war doch, das Werkzeug verändert den Benutzer. Und das ist ja ein bisschen gegen das, die allgemeine Intuition, die man so hat. Man sagt, ich habe eine Theorie, jetzt entwickle ich ein Instrument. Was dann eben dazu kommt, ist, es kann auch sein, dass das Instrument dann wiederum meinen Kopf verändert. Aber das ist der gute alte Marx, ne? Ja, genau, das ist das, also, die Basis. Also das ist nichts anderes als Marx-Argument. Die Rückkehr, dass jetzt das Instrument anfängt, den Menschen zu verändern, sucht sich jetzt Metaphern. Die letzte ist eben der Computer, das ist die große Metapher. Und jetzt kann man das mal ganz praktisch schildern. Wie verändert das Werkzeug den Menschen? Ich verfolge gerade eben sehr interessiert die Verwandlung des CDU-Politikers Peter Altmaier via Twitter. Das ist ein so fast, das ist für einen McLuhan der Zukunft so interessant. Was Sie hier erleben ist, der hat also Twitter entdeckt, der hat ja bei uns auch in der Zeitung geschrieben, warum das, jetzt kriegt er seine Follower, mittlerweile, jetzt hat er 4.900. Er erklärt mittlerweile richtig an die Gesellschaft, er hält richtige Kanzelreden auch, die Revolution frisst ihre Kinder, die Piraten sind die Ersten gewesen, aber wir werden wahrscheinlich die Letzten sein und so. Und Sie merken plötzlich, wie der, und jetzt kommt eben etwas hinzu, was nicht nur Technologie ist. Da gibt es auch eine große narzisstische Befriedigung. Man wird gerade für so einen Politiker, dieses Instrument verschafft mir plötzlich Zustimmung
auf einer Ebene, die ich vorher gar nicht für möglich hielt, obwohl wir reden von 5000 Leuten oder so. Mhm. Und jetzt sehe ich, wie sich auch seine Politik anfängt zu verändern. Also hier haben wir einen Fall, ob jetzt nur manipulativ, das will ich mal hin, wie wir richtig vor Augen sehen können, das Werkzeug verändert in diesem Fall Politik. Also McLuhan hat ja auch versucht, Politiker zu beraten. Pierre Trudeau, den damals sehr eloquenten, jungen kanadischen Premierminister, aber auch Jimmy Carter, Governor Brown aus Kalifornien, hat ihn sehr komplizierte Briefe über Hot and Cool und Fernsehen und Zeilenaufbau geschrieben, haben die natürlich nicht verstanden. War aber das ist so ein bisschen die Altmaier-Geschichte. Ich glaube, er glaubt, er hat es jetzt verstanden. Ja, ja. Er hat Twitter verstanden und damit hat eine neue Welt verstanden. Und er ist jetzt aber ein Pionier und eine Avantgarde. Aber das eigentlich Interessante ist, hier in Echtzeit studieren zu können, dass er dann auch tatsächlich, das geht nicht, dass man dann beim Alten bleibt. Dann muss man auch, und sei es nur rhetorisch, sein Denken verändern. Und aber das tut er. Wenn man diesen Gedanken der Amputation mal aufnimmt, dann würde das ja bedeuten, also wir haben, sagen wir mal, das Schriftmedium abgeschafft, wir schreiben nicht mehr mit der Hand. Was schaffen wir durch das permanente Navigieren ab? Was schaffen wir ab dadurch, dass wir jederzeit, egal wo wir sind, und jeder von uns kennt diese Situation, man sitzt am Tisch, meine Kids hassen das, wenn ich es mache. Und man guckt irgendwas sofort nach via Internet, egal mit welchem Gerät jetzt. Was verändert, was amputiert das? Ich würde erstmal noch McLuhan gegen McLuhan sozusagen verwenden. Ein anderes Schlagwort von ihm ist ja, dass in jedem Medium ein altes Medium steckt. Ein anderes Medium, ja. Mhm. Und das, also wir verlieren ja nicht das Schreiben. Und die Kinder lernen immer noch Schreiben. Also im Computer haben wir das Buch. Weil wir das jetzt im Computer lesen und per iPad blättern können, also, zum Beispiel. McLuhan hat gesagt, dass sozusagen die elektrischen Medien und der Computer ein Bruch werden mit der Gutenberg-Galaxis, dass wir irgendwie elektrisch an sie angeschlossen wären. Zugleich aber ist natürlich der Binärcode da drin. Das heißt also, das phonetische Alphabet, das er ja ziemlich auseinandergenommen hat, mit dem würden wir weiter operieren, im Computer ganz besonders. Ja, das denke, ist auch das Schriftzeichen drin, das ist aber auch alles. Ich denke, was ganz besonders, also das es wird von den Medien her, die wir gebrauchen, würden andere Schwerpunkte gesetzt, andere Gewichtungen. Und was McLuhan meinte mit seiner Amputation, das geht ja richtig ins Körperliche rein. Ne? Das ist ja nicht nur, was Sie geschildert haben, wäre eine Gebrauchsgeschichte. Wie nutzt dieser Politiker das Twittern und wie erfindet er jetzt sich an. Neu? Ich wende es jetzt an. Darum sage ich ja, er hat die absolute Metapher, weil natürlich er das so wahrscheinlich nicht formuliert hätte. Aber McLuhan meinte das richtig ich weiß, körperlich. Im Körper. Und siehe das Auto und ich würde da zum Beispiel die Künstler, die sind für ihn ja ganz, ganz wichtig, dass sie sozusagen einerseits ein Frühwarnsystem sind und andererseits, und da hat er ja dann auch sehr in diesem berühmten Playboy-Interview von 1969 auch gesagt, ja, und Drogen sind jetzt auch nicht das Schlechteste, hat er auch mit Timothy Leary im Kontakt gestanden. Das heißt, die Künstler machen Environments, die sozusagen dieses aus McLuhans Sicht hochsensibilisierte, connected, überall verbunden sein, diese elektrische Existenz trainieren. Und das haben die Künstler dann ja auch versucht zu machen, mit Stroboskoplicht, mit Drogen, was mit psychedelischer Kunst. Noch zeitgemäßer macht, ohnehin schon. Nur noch mal zur Amputation. Der Problem ist immer, dass man das moralisch bewertet. Wir verlieren, darum geht es ja gar nicht. Es ist aber eindeutig, das glaube ich, kann man mittlerweile schon sagen, dass wir beispielsweise Heuristiken verlernen. Also, das ist das große Beispiel Kopfrechnen. Heuristiken heißt, da gab es über Generationen hinweg Tricks und solche Eselsbrücken, was weiß ich, die plötzlich verloren gehen und die dann braucht man ja nicht mehr. Gedichte, die nicht mehr auswendig also das geht verloren. Immer es gibt sind. Diese berühmten Gehirnscans von Taxifahrern in New York. Die eine Hälfte benutzt das Navigationssystem, die andere nicht. Die Gehirne sind anders. Das heißt, Erinnerungsvermögen anders verändert sich. Das ist erstmal weder schlecht noch gut. Ich finde ja das Interessante, gerade angesichts von so Krisen, die wir heute erleben, wenn man darauf guckt, was man verliert. Nicht aus Nostalgie, sondern weil das oft sehr vieles untergeht, wenn man es ja gar nicht merkt. Und plötzlich steht man in einer neuen Welt und es sind Voraussetzungen geschaffen, die ja auch manipulative Voraussetzungen sein können, die man dann gar nicht mehr versteht. Und auch da ist für mich McLuhan so ein bisschen so ein Kompass, so ein Navigationsinstrument. Ich weiß nicht,
wie die Politik in 10 Jahren aussehen wird. Ich würde schon sagen, es spricht jetzt alles dafür, dass die digitalen Technologien Politik doch viel nachhaltiger auch in Deutschland verändern werden, als wir uns das heute vorstellen. Und darum ist es gut, diese Verluste, die jetzt auch passieren, finde ich, aufzuzeichnen. Also ich würde auch immer davon reden, dass es anders ist. Also Verlust, dass dann werden wir wieder in so einem Kulturpessimismus, der uns nicht weiterbringt. Nein, das ist einfach Verlust. Es geht einfach was weg. Das ja, aber es kommt etwas anderes. Und aber denke, das ist ja nicht Kulturpessimismus. Nee. Ja. Aber das, was Sie gesagt haben, würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass man es nicht bewertet und wie schlecht. Und ich denke, dass Veränderungen, also da werden wir sicher auch noch drauf kommen, der arabische Frühling oder kommt Telekom, die sich anders verhält. Machen wir mal und so das nächste hier. Ja. Das Medium ist die Massage. Das ist Resultat eines Druckfehlers. Das heißt, das Medium berührt uns, umschmeichelt uns, massiert uns sozusagen. Und dabei kommt es vor allen Dingen auf den Akt der Massage an, weniger auf den Inhalt dessen, womit wir massiert werden. Fakt ist, die Massage der Medien verändert uns zutiefst. Warum? Weil es nicht um die Inhalte geht. Das Medium ist die Botschaft. Das Beispiel des elektrischen Lichts wird sich als aufschlussreich erweisen. Elektrisches Licht ist reine Information. Es ist gewissermaßen ein Medium ohne Botschaft, wenn es nicht gerade dazu verwendet wird, einen Werbetext Buchstabe um Buchstabe auszustrahlen. Ob das Licht nun bei einem gehirnchirurgischen Eingriff oder einem nächtlichen Baseballspiel verwendet wird, ist vollkommen gleichgültig. Man könnte behaupten, dass diese Tätigkeiten in gewisser Hinsicht der Inhalt des elektrischen Lichts seien, da sie ohne elektrisches Licht nicht sein könnten. Diese Tatsache unterstreicht nur die Ansicht, dass das Medium die Botschaft ist, eben weil das Medium Ausmaß und Form des menschlichen Zusammenlebens gestaltet und steuert. Der Inhalt solcher Medien ist so verschiedenartig wie wirkungslos bei der Gestaltung menschlicher Gemeinschaftsformen. Ja, es ist nur zu bezeichnend, wie der Inhalt jedes Medium der Wesensnatur des Mediums gegenüber blind macht. Das ist ja wieder so eine etwas schwierige dialektische These. Wenn man das mal ernst nimmt und sagt, es ist nicht der Inhalt, und uns ist ja jahrelang im Grunde genommen beigebracht worden, das ist ja die Tradition der Aufklärung, Leute, es kommt auf die Inhalte an, die richtigen Inhalte zu denken und so weiter. Heißt das nicht implizit, eigentlich ist es mit der Aufklärung vorbei? Es geht gar nicht um die Inhalte. Ja, das wäre ja Aufklärung über Aufklärung. Das wäre Aufklärung auf einer zweiten Ebene, dass uns beigebracht wird. Aber nicht mehr durch Inhalte. Etwas feiner zu betrachten. Man muss wissen, dass in den 50er Jahren, als McLuhans Theorie stammt komplett aus den 50er Jahren, da hat er alles schon entwickelt, was er in den 60er Jahren als Bücher dann auf den populären Markt gebracht hat. Da dominierte wirklich diese Kommunikationsforschung, jemand versucht, jemand anders zu überzeugen, so eine lineare Sender, Geschichte. Empfänger, wie kommt das von an? Wo, wohin? Lärm, sozusagen, was sind Störelemente, damit die Botschaft nicht ankommt? Und das war für McLuhan im Grunde das gefundene Fressen, zu sagen, ich drehe das jetzt komplett um, das interessiert mich erstmal gar nicht, ob eure Propaganda ankommt oder nicht, sondern ich kümmere mich um die Wirkung des Mediums an sich. Das war für ihn natürlich akademisch dann ein freies Feld, weil das kaum jemand gemacht hat. Also er war da wirklich der Entdecker, der Explorer, und das war ja auch sein Standardlehrsatz, ich erkläre nicht, ich erforsche. Auch das war sehr klug, weil er konnte dann nicht auf irgendwelche moralischen Standards festgelegt worden, obwohl er als Katholik und sehr konservativer Katholik im Privaten komplett anders gedacht hat. Was bedeutet das denn, HMR International hat das gerade rausgegeben. More Than TV, Handbuch für eine Branche, die sich neu erfindet. Da lese ich zum Beispiel, was mich fürs natürlich als Fernsehmacher interessiert. Also neue technische Möglichkeiten schaffen neue Nutzungssituationen. Doch eines bleibt unverändert im Zentrum. Nach wie vor ist die Relevanz eines Inhalts maßgeblich für den Erfolg und nicht ausschließlich der Vertriebsweg über Web oder App. Nach wie vor geht es darum, Geschichten zu erzählen, Emotionen zu schaffen und die Menschen in ihrer Lebensrealität zu berühren. Es bedeutet einfach, dass wir heute in der glücklichen Situation sind, sag ich mal, diesen Aufbruch von McLuhan nicht mehr als
als sozusagen Avantgarde zu sehen, sondern ihn zu kombinieren mit dem älteren Modell. Natürlich ist es Unsinn zu sagen, Inhalte sind unwichtig und nur die Technologie ist wichtig und umgekehrt. Wenn man beides zusammennimmt, dann kommt man eigentlich zu ganz intelligenten Erklärmodellen. Also der normale Kommunikationsvorgang, der jetzt zwischen uns abläuft, ist ja nicht unwichtiger geworden. Ob wir aneinander vorbeireden oder ob wir uns verstehen oder Erkenntnis ziehen. Wie wir uns unterhalten, dass wir uns zum Beispiel jetzt auf einem bestimmten intellektuellen Level unterhalten. Es könnte sein, dass es damit in ein paar Jahren im Fernsehen vorbei ist, weil wir machen ja alle Fernsehen. Das Medium ist die Message. Das Medium ist, wenn wir nach rechts und links gucken, mit der Messlatte 1, 2, 3 Etagen tiefer gelegt. Wir müssen uns anpassen, weil es geht ja nicht um Inhalt, sondern um das Medium. Aber Sie reden jetzt von einem Begriff Fernsehen, von einem Konfigurationsfernsehen. Sobald Sie wieder zurückgehen auf audiovisuelle Inhalte, die über alle möglichen Geräte und Plattformen abgespielt werden können, ist diese These hinfällig. Klar, ich habe jetzt von der alten Perspektive aus. Ja. Und ich meine, man muss ja auch sehen, McLuhan selber hat das Fernsehen ja genutzt, um seine Inhalte rüberzubringen. Also einerseits hat er gesagt, das Fernsehen, also jetzt mal sehr heruntergebrochen, beschießt uns mit Lichtpunkten. Das Fernsehen war zu seiner Zeit auch noch anders, als wie wir jetzt wahrscheinlich rüberkommen. Es war, und deshalb war es ja auch ein cooles Medium, weil es vergrisselt war. Und das ist die Zuschauer mit Lichtpunkten beschießt und dass wir das eben keine Couch-Potatos werden, sondern dass die Hippie-Bewegung, die ganzen Revolten der 1960er Jahre durch das Fernsehen ausgelöst sind. Die Leute müssen sich ausagieren. Es wäre ja schön, wenn wir das heute Abend auch erreichen würden. Man muss, glaube ich, mal an der Stelle, weil da haben wir die moderne Zeit, sie dürfen das nicht senden. Da muss man die Zuschauer darauf hinweisen. Sie müssen eingeben bei YouTube Woody Allen und McLuhan. Und dann werden sie auf einen Filmausschnitt stoßen aus Annie Hall, der sensationell ist. Mhm. Und zwar ist dort, dass er, also ich will uns hier nicht selber dem Gespött preisgeben, aber da redet also ein unglaublicher Wichtigtour hinter Woody Allen. Typischer Intellektueller über die modernen Medientheorie und was McLuhan und Beckett und so weiter. Und schließlich sagt Woody Allen, ich kann das nicht mehr hören, was Sie sagen, ist totaler Schrott. Und dann kommt der, ich bin Professor für Kommunikationswissenschaft. Und dann sagt Woody, und was ich sage, stimmt. Und darauf zieht Woody Allen den tatsächlich lebenden leibhaftigen McLuhan so aus der Kulisse. Und McLuhan sagt zu diesem Professor, was Sie sagen, ist totaler Bullshit. Und darauf Woody Allen, ach, wäre es im Leben doch immer so. Also diese Multibedeutung, diese Valenz, diese unglaublichen Bedeutungsschichten von McLuhan, ihn dann immer so zu fragen, ist das jetzt so wahr? Oder so führt vielleicht auch gar nicht so weit. Zu sagen, was Sie jetzt gerade gemacht haben, diese Kultur, sehr kulturpessimistische Aussicht, die verkennt ja völlig, das muss ich ja sagen, dass das ein Markt auch ist. Und in dem Markt wird es immer Menschen geben, die beispielsweise etwas anderes nachfragen. Also das eine ist RTL 2 und das andere ist etwas anderes. Dass der Inhalt keine Rolle spielt in der modernen Kommunikationswelt, soweit ich das im Augenblick sehe, ohne polemisch zu werden, da kann ich nur 2 oder 3 Unternehmen erkennen, die das gilt, das ist Google und das ist Facebook vor allen Dingen. Weil das sind in der Tat, aber die arbeiten schon mit verständigen Algorithmen, denen ist egal, was auf ihren, denen ist auch egal, was Google verlinkt. Es geht hier, es sind Anzeigenmaschinen und darum geht es. Diesen riesigen Aggregatoren ist es egal und darum muss man sie sich auch immer, darum haben sie eigentlich auch keine Identität. Und das sind die Medien der Zukunft. Ich weiß nicht, wie weit sich die Medienwissenschaft damit befasst hat. Diese Neutralität kippt jetzt ja gerade. Also sie werden jetzt ja auch anders gelesen als noch vor wenigen Jahren. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, mit welchen Problemen wir zu tun haben werden. Aber für uns andere, die traditionellen Medien, Fernsehen, Zeitungen und so weiter, da glaube ich, gilt immer noch die alte Unterscheidung, dass der Inhalt eine große Rolle spielt. Man muss halt nur wissen, für wen man ihn produziert. Also McLuhan hat ja zum Beispiel mal beim Newspaper, bei der Zeitung über die Headline gesprochen. Also die Schlagzeile sagt, was auch immer. Aber die gibt mir auf jeden Fall mal den Hinweis, das ist jetzt wichtig, da musst du drauf achten. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, in welcher Art von Zeitung das dann erscheint. Oder ob Google es durch einen Algorithmus entscheidet, was oben und was unten steht. Und dass bestimmte politische Bewegungen, auch Revolten über Twitter und Facebook möglich werden, weil die Information so schnell ist und weil es publik wird, auch an Zensur vorbei. Das ist natürlich, ist das die Message. Also das ist das Medium, was das ermöglicht und zugleich gehen bestimmte Inhalte drüber. Dieses Modell hat ja eine faszinierende Einfachheit. Man kann sagen, es ist einfach diese Form-Inhalt-Relation ist eine Statik-Dynamik-Relation. Man kann sagen, die Grundregeln der menschlichen Kommunikation bleiben seit
dem Aufkommen des Menschseins gleich. Die Emotionen, die Argumente, das Machtbedürfnis, die Gier und so weiter. Das Einzige, was sich verändert, sind die Technologien. Ja. That's it. Das ist die Basis dieser McLuhan'schen Philosophie und die stimmt ja auch. Die Medien krempeln uns um, sagt McLuhan. Sie massieren uns, kneten uns, manchmal so stark, dass uns Angst und Bange wird. Und dann fragen wir nach dem Zentrum, das droht auseinanderzufliegen. Nur gibt es dieses Zentrum noch? In Zeiten bedeutender technologischer und kultureller Umbrüche entstehen unweigerlich große Verwirrung und ein Gefühl tiefer Verzweiflung. Wir leben vor allem deswegen im Zeitalter der Angst, weil wir versuchen, die Aufgaben von heute mit den Mitteln und Methoden von gestern zu bewältigen. Die Jugend findet sich in der gegenwärtigen Umwelt, dem elektronischen Drama, instinktiv zurecht. Ihre Erlebniswelt ist mythisch und voller Tiefe. Darin liegt der Grund für die große Entfremdung der Generationen. Kriege, Revolutionen und Aufstände sind Schnittstellen der neuen, von elektronischen Informationsmedien geschaffenen Umwelten. Umwelten sind unsichtbar. Ihre Grundregeln, ihre durchgängige Struktur und umfassenden Muster entziehen sich einer oberflächlichen Wahrnehmung. Um Ordnung in diesen aufgewirbelten Kosmos zu bringen, muss der Mensch dessen Zentrum finden. Also der Mensch soll das Zentrum finden. Und wir haben ja gesagt, McLuhan ist dialektisch. Er hat ja gerade gezeigt, dass es kein Zentrum mehr gibt. Meine Frage war, sagt er das, ihr sollt das Zentrum finden in dieser extrem pluralistischen Welt, letztlich weil er Katholik ist und von seinem Glauben her, er hat ja wirklich jeden Tag gebetet, von seinem Glauben her sozusagen diese Einheit da ist? Oder ist es rein rhetorisch, dass er sagt, Leute, findet das Zentrum doch mal? Also ich habe dieses Zitat bislang noch gar nicht. Ihr müsst mir sagen, wo das steht. Ich meine, es wäre aus, habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, ich meine, es wäre aus, das Medium ist die Massage. Ich meine, da hätte ich es draus gehabt. Muss ich nochmal genau nachlesen. Also mir scheint es eher so zu sein, dass er ja gerade davon ausgeht, dass es kein fixiertes Zentrum mehr gibt. Aber er fordert ja, das haben wir ja gerade hier gehört am Schluss, er fordert ja die Glauben, Leute... Was da in dem Filmbeitrag... ja gut, also so solide haben wir schon gearbeitet, dass das also, wirklich ein McLuhan-Zitat ist. Also es Herr ist, Hachmeister. Ich finde diese... Ich glaube, ich verstehe auch die Wo's Aversion. Herkommt? Nein, wir sind alle so ein bisschen gebrannte Kinder von diesen Debatten um Verlust der Mitte und Ähnliches, die ja auch aus den 50er Jahren kommen. Klar. Und die haben Verlust des geometrischen Ortes und so weiter. Und die haben natürlich, die sind, da grenzt es dann an Banalitäten, weil das wissen wir nun, dieses Zentrum hat der Mensch verloren.